Willkommen bei Medizinmensch. Ein Gichtanfall gehört zu den schmerzhaftesten Erfahrungen, die es gibt. Beim Gichtanfall ist die Entzündung des Gelenks oft dermaßen extrem, dass die betroffenen Menschen vor Schmerzen, oftmals im großen Zeh, nicht laufen können, berufsunfähig sind. Doch wie kommt es zu Gichtanfällen? Wichtiger noch, was hilft beim Gichtanfall? Ich bin Christian, Facharzt für Innere Medizin und Rheumatologie und lade dich ein, jetzt hier mehr zu erfahren über die Gelenkentzündung Gicht und 5 Tipps, die bei einer Attacke helfen. In diesem Video besprechen wir, was Gicht ist, wie sie entsteht und 5 Tipps, die beim Gichtanfall helfen. Beim Gichtanfall handelt es sich um eine akute Entzündung eines oder mehrerer Gelenke. Ausgelöst wird diese Entzündung durch Harnsäurekristalle. Genauer gesagt, aufgrund einer Entzündungsreaktion des Immunsystems durch diese Harnsäurekristalle ausgelöst. Diese sind hier abgebildet und zeigen eine charakteristische nadelförmige Struktur. Und sie haben die Tendenz, ab einem gewissen Harnsäurespiegel in verschiedenen Gelenken und anderen Stellen des Körpers auszufallen. Ein häufig betroffenes Gelenk beim Gichtanfall ist das Großzehengrundgelenk, hier abgebildet, also quasi der große Zeh, nicht der Zeh direkt, sondern dieses Gelenk des großen Zehs hier. Die Ablagerung von Harnsäurekristallen geschieht aber nicht nur im Großzehengrundgelenk, sondern grundsätzlich im gesamten Körper. Nur ist eben im Zeh diese Immunantwort typischerweise so stark ausgeprägt. Es können aber somit auch andere Gelenke betroffen sein, beispielsweise das Sprunggelenk oder die Knie und so weiter. Und auch etwa 15% aller Nierensteine sind durch Harnsäurekristalle, also quasi durch Gicht, ausgelöst. Woher stammt diese Harnsäure, die die Harnsäurekristalle bildet? Und vielleicht habt ihr schon von Purinen gehört, dass diese Harnsäure letztendlich dem Purinstoffwechsel entspringt. Doch was sind Purine und woher stammen sie? Und grundsätzlich entstammen Purine aus dem Abbau von Zellmaterial, vor allem DNA. Hier seht ihr ein DNA-Molekül abgebildet, diese charakteristische Doppelhelix-Struktur. Und diese Sprossen hier bestehen aus Purin und Pyrimidin. Das heißt, wenn es zum Zelltod und zum Abbau von genetischem Material kommt, dann sieht der Körper das quasi indirekt an einem Anstieg des Harnsäurespiegels. Nun ist es für den Körper sehr schwer zu erkennen, ob dieser Anstieg nun von eigenen Zellen oder fremden Zellen ist oder durch die Nahrung. Das bedeutet, dass diese Bildung von Harnsäurekristallen als eine Art Gefahrensignal gesehen wird. Englischer Name dafür ist ein DAMP, ein Danger Associated Molecular Pattern. Und für solche Gefahrensignale gibt es Mechanismen, die Immunzellen aktivieren, Entzündungszellen, weil dann dieses Signal eher als eine Art Invasion, als ein Angriff auf dieses Gelenk gesehen wird. Das bedeutet, dass diese Entzündungszellen im Blut, zum Beispiel neutrophile Granulozyten, durch dieses Signal aktiviert werden können. Normalerweise reicht dieses eine Signal aber nicht aus, sonst wäre dieser Gichtanfall ja quasi ständig. Nein, häufig gibt es noch einen zweiten Auslöser und das kann beispielsweise sein Alkohol oder auch eine besonders schwere Mahlzeit am Vortag. Das ist ganz charakteristisch. Es ist dann auch nicht notwendigerweise so, dass die Purine in dieser Mahlzeit der Auslöser waren, sondern vielmehr, dass dann andere Dinge wie Alkohol oder oxidativer Stress ein weiteres Signal verursachen und dann diesen akuten Anfall letztendlich auslösen. Und sobald das der Fall ist, kommen nun diese Immunzellen und wandern in das Gelenk ein und setzen dort mehr und mehr Entzündungsbotenstoffe frei, also die dann dort die Entzündung verursachen. Das läuft zum großen Teil über sogenannte Interleukin 1 oder IL-1. Und in weiterer Folge bleiben dann nicht nur diese Immunzellen, sondern dieser Prozess wird dann sich mehr und mehr selbst verstärken, bis nach etwa 7 Tagen unbehandelt dieser Prozess quasi seinen Höhepunkt erreicht hat und ab dann dieser akute Gichtanfall quasi von alleine sich wieder verbessert. Das ist natürlich eine sehr lange Zeit, so extreme Schmerzen zu haben.
Was man hier aber sehen kann, ist, dass die Harnsäure, sobald dieser Prozess in Gang gesetzt ist, eigentlich gar keine Rolle mehr spielt. Es ist jetzt vielmehr so, dass diese Entzündung sich selbst unterhält. Für den Fall, dass du diese Informationen interessant findest, klick jetzt auf Like und abonniere den Kanal und du erhältst noch mehr Videos zu interessanten medizinischen Themen. Aber was hilft jetzt beim Gichtanfall? Wie versprochen, hier sind 5 Tipps. Wie gesagt, ist eine Senkung des Harnsäurespiegels jetzt in der Situation nicht mehr wirksam, weil diese Entzündung schon sich selbst unterhält. Besser ist eine Behandlung einerseits der Schmerzen direkt und zweitens eine Behandlung dieser Entzündungsreaktion. Eine Sofortmaßnahme, die man ergreifen kann, ist, das betroffene Gelenk zu kühlen. Die Kühlung bewirkt eine gewisse Schmerzminderung. Nicht viel, aber wenn der Schmerz vorher 10 auf einer Skala von 10 war, ist der Schmerz jetzt vielleicht 8 bis 9. Die Kühlung hat auch den guten Effekt, dass sich die Blutgefäße stärker in dem Bereich zusammenziehen und dadurch weniger Immunzellen einwandern können. Das hat natürlich nur einen geringen Effekt, hilft aber als eine Sofortmaßnahme, die ihr ergreifen könnt. Zweite Sofortmaßnahme wäre auch, ein Schmerzmittel wie zum Beispiel Paracetamol zu nehmen. Gerade Paracetamol ist wirksam gegen Schmerz, kann durchgängig genommen werden von fast allen Menschen, ist ein sehr sicheres Schmerzmittel und mit dem wird dann vielleicht der Schmerz von 8 bis 9 auf 7 bis 8 reduziert. Immer noch sehr starker Schmerz, aber das sind zwei Maßnahmen, die ihr sofort beim Gichtanfall ergreifen könnt. Der nächste Schritt ist die antientzündliche Therapie und hier werden verschreibungspflichtige Medikamente eingesetzt. Mehrere stehen zur Auswahl. Hier sind die Namen Indomethacin, zum Beispiel Prednisolon, Canakinumab oder Colchicin. Es ist nicht so entscheidend, welches verschreibungspflichtige Medikament ihr nehmt oder euch verschrieben wird. Aber es ist sehr wichtig, dass das möglichst schnell eingenommen wird. Denn je länger diese Entzündung schon abläuft, man kann sich vorstellen, desto mehr Entzündungszellen sind schon dort, desto mehr Entzündungsmilieu ist schon entstanden und desto schwieriger ist es, diese Entzündung wieder zu unterdrücken. Das heißt, das Mittel ist hier gar nicht so entscheidend für die Wirksamkeit, sondern mehr die frühe Gabe. Hier nochmal die möglichen Mittel im Detail. Also häufig ist zum Beispiel Indomethacin, das ist einerseits ein gutes Schmerzmittel und hat auch entzündungshemmende Wirkung. Prednisolon ist noch etwas stärker, ist ein Steroidhormon, sogenanntes Glucocorticoid, und das wirklich unterdrückt das gesamte Immunsystem. Also das ist ein sehr wirksames Mittel. Die genaue Gabe des Medikaments, also welches jetzt das richtige Medikament für euch ist, hängt häufig auch von möglichen Begleiterkrankungen ab. Also ob zum Beispiel eine Niereninsuffizienz vorliegt, irgendwelche Magen-, Schleimhautprobleme oder andere Gründe, warum eines dieser Medikamente nicht genommen werden sollte. Grundsätzlich sehr wirksam sind Indomethacin und Prednisolon. Und das neueste Medikament oder die Gruppe der Medikamente sind solche wie Canakinumab, die direkt an diesem Interleukin 1 ansetzen, was für den Hauptteil der Entzündung verantwortlich ist. Alle dieser Medikamente haben auch bestimmte Nachteile und danach richtet es sich dann, welches in eurem Fall das Beste ist. Wie gesagt, es kommt gar nicht so sehr darauf an, welches. Es kommt eher darauf an, möglichst schnell. Das ist Tipp Nummer 3. Unter bestimmten Voraussetzungen ist auch eine Gelenkspunktion sehr anzuraten. Also eine Prozedur, bei der Gelenksflüssigkeit aus dem Gelenk entnommen wird und möglicherweise auch Medikamente direkt in das Gelenk an sich gegeben werden. Das hat zwei große Vorteile. Zum einen, falls noch nie ein Gichtanfall diagnostiziert worden ist, kann so sichergestellt werden, dass wirklich Gicht vorliegt. Also wenn Gelenksflüssigkeit entnommen wird und nicht nur diese Harnsäurekristalle gesehen werden, sondern auch diese Immunreaktion auf diese Harnsäurekristalle, dann ist mit Sicherheit davon auszugehen, dass es sich wirklich um Gicht handelt. Der zweite große Vorteil ist eben auch, dass mit so einer Gelenkspunktion Medikamente verabreicht werden können, die dann auch direkt dort verabreicht werden können, wo die Entzündung wirklich stattfindet. Das heißt, es ist sehr viel schneller wirksam und es können auch systemische Nebenwirkungen vermieden werden, wenn jetzt zum Beispiel ein Steroidhormon direkt in das Gelenk injiziert werden kann. So, in dieser Situation habt ihr das Gelenk gekühlt, ihr habt einige Schmerzmittel bekommen und entzündungshemmende Mittel und euer Schmerz
Niveau hat sich jetzt von 10 auf 9, auf 8, auf sagen wir 5 oder 6 gebessert und ist im Fallen begriffen. Es wird immer noch wahrscheinlich einige Tage dauern, bis ihr wieder schmerzfrei seid. Doch ihr seid auf einem guten Weg. Und jetzt ist die perfekte Gelegenheit, Vorbeuge zu treffen. Das heißt, den nächsten Gichtanfall zu vermeiden. Und hier ist jetzt die Stelle, wo wirklich diese Harnsäure und das Verständnis des Harnsäurespiegels sehr entscheidend ist. Denn der hohe Harnsäurespiegel ist der Nummer 1 Risikofaktor für weitere Gichtanfälle. Wenn es der erste Gichtanfall war, ist es oftmals möglich, durch gewisse Ernährungsumstellungen weitere Gichtanfälle zu vermeiden. Das ist aber doch ein komplexeres Thema. Das heißt, für die genaue Besprechung der Vorbeugung von weiteren Gichtanfällen empfehle ich euch das nächste Video, das ich euch verlinke. Und hier sind die Tipps nochmal zusammengefasst. Nummer 1, das Gelenk kühlen. Nummer 2, Schmerzmittel wie Paracetamol. Nummer 3, antientzündliche Therapie. Das kann sein Indomitazin, das kann sein Prednisolon. Das ist verschreibungspflichtig. Welches da das beste Mittel ist, kommt darauf an. Da müsst ihr euren Arzt fragen. Aber je schneller ihr das einnehmen könnt, desto besser. Vierter Tipp, möglicherweise auch eine Gelenkspunktion in Betracht ziehen, weil auf der einen Seite so die Diagnose gesichert werden kann. Auf der anderen Seite können so auch Medikamente möglicherweise direkt in das betroffene Gelenk appliziert werden. Und sobald es euch wieder besser geht, ist die perfekte Gelegenheit, den Harnsäurestoffwechsel und den Harnsäurespiegel zu verstehen, um möglichen neuen Gichtanfällen vorzubeugen, damit ihr hoffentlich nie wieder einen habt. Wenn ihr mögt, schaut also auch mein nächstes Video zum Thema Gichtanfall vermeiden, was ich euch hier verlinke. Für den Fall, dass das Video noch nicht draußen ist, abonniert schon mal den Kanal und ihr werdet benachrichtigt, sobald es erscheint. Wenn ihr Fragen oder Kommentare habt zum Thema Gicht, schreibt mir jetzt hier in die Kommentare und ich werde sie beantworten. Macht's gut, ich hoffe, wir sehen uns auch beim nächsten Mal. Euer Medizinmensch.